Guten Tag, ich heiße Sigrun und ich nähe schon seit längerem mit gewissen Pausen und im Moment beschäftige ich mich vor allem mit Jersey-Stoffen und ich wollte heute ein paar meiner Stoffe zeigen, hauptsächlich Jersey-Stoffe und auch noch ein oder zwei Teile, die ich fertig genäht habe. Vor einigen Wochen war ich in Hannover beim Stoffmarkt Holland. Und habe da ordentlich Stoff eingekauft. Und zwar ganz langweiligen weißen Stoff. 5 Meter richtig weißen Stoff und 2 Meter weiß mit so ein bisschen Creme. Das eine ist der cremefarbene Stoff. Und das andere sind die 5 Meter, knistert auch schön, die 5 Meter weißen Stoff. Also ich habe vor, davon T-Shirts zu machen und vielleicht noch einen Jersey-Rock und ein oder zwei so wie Strickjacken. Und dann kann ich die weißen Stoffe verwenden, wenn ich noch irgendwie ein paar Streifen an weißem Stoff brauche. Dann habe ich auch gleich, weil ich viel Stoff habe, auch eine ordentliche Rolle weißes Nähgarn gekauft. Ja, muss das dann mal ausprobieren, wie das in der Qualität ist. Ich habe noch einen schönen Stoff, den ich letztes Jahr gekauft habe und den ich jetzt wieder vorgeholt habe. Es ist ein Stoff, aus dem ich einen Rock machen will. Der ist richtig kunterbunt. So richtig was für den Sommer. Da werde ich einen langen Rock davon machen. Dann würde ich gerne noch ein paar Röcke vorzeigen, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich die Hoffnung, dass ich es nochmal hinkriege, ein bisschen abzunehmen. Und ich möchte einerseits hübsche Kleidung haben, aber andererseits möchte ich die nicht alle nasenlang irgendwie weggeben oder kompliziert ändern müssen. Und deswegen habe ich, das ist ein Sommerrock, hier ist er von vorne. Deswegen habe ich da drin die Taille ganz einfach gemacht. Das ist zwar nicht vorschriftsmäßig, aber ich habe ganz einfach den Stoff nur einmal so ein bisschen umgeknickt und ein breites Gummiband eingenäht. Also falls ich den mal enger machen muss, dann geht das ratzfatz. Dann kann ich hier an der Seite nur ein bisschen was auftrennen und kann den Rock ratzfatz ändern. Das ist keine große Angelegenheit. Ich bin in der Lage, einen Rock vorschriftsmäßig zu nähen, aber das erschien mir nicht sehr praktisch. Hier habe ich nochmal einen ähnlich geschnittenen Rock. Also ich habe mich an der weitesten Stelle an den Hüften gemessen und dann den Rock entsprechend gerade zugeschnitten und ja, die Seiten zusammengenäht. Dann habe ich probiert, meine Taille ist Gott sei Dank ein bisschen schmaler, habe an der Taille noch ein bisschen die Seiten enger genäht und dann das Gummiband eingezogen. Es ist sinnvoll, den Rock immer noch mal zu probieren, bevor man den etwas enger macht, weil jeder Jersey-Stoff hat unterschiedlichen Stretch. Das muss man ausprobieren. Die untere Kante rollt sich wunderbar auf. Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen sollte. Inzwischen habe ich gelesen, dass man da mit Sprühstärke arbeiten kann. Also das mit Sprühstärke einsprühen soll und dann bügeln soll, damit es glatt ist und dann kann man es weiterverarbeiten. Das muss ich mal ausprobieren. Das werde ich dann anschließend vorzeigen, ob es geklappt hat oder nicht. Beinahe hätte ich doch noch was vergessen. Ich habe noch mehr Stoff. Und zwar sind das schwarze Jeans, alte schwarze Jeans, und sind so 4, 5 Stück. Die wollte ich gerne auseinanderschneiden, entfärben und dann sehen, was ich davon machen kann. Im Moment habe ich die Vorstellung, dass es ein Trägerrock werden soll. Aber das wird sich herausstellen. So, ich kipp mal aus. Ich habe hier eine Box mit den ganzen alten Hosen. Ich kipp die mal aus und dann sehen wir mal, was das für ein Stapel ist.
Also das dürfte reichen, um daraus irgendwas Sinnvolles zu basteln. Notfalls habe ich noch eine helle Weste unten, die ich auch noch mitverwenden könnte. Da wird schon was rauskommen. So, das wäre es jetzt aber für heute. Und ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass es ein bisschen gefallen hat. Dankeschön. Tschüss.